Loot. Kamen wir hier? Ja, nee, kamen wir nicht. Ah, hier muss man noch irgendwas. Oder hier kann man noch irgendwas. E2, ja, okay, es wird auf jeden Fall nach oben gezählt. Wahrscheinlich sollte ich erstmal nach oben gehen oder nach drüben gehen und irgendwas aktivieren, damit es hier mit der Quest weitergeht. Aber wie man das halt aus so Open-World-Geschichten kennt, gerade auch aus Skyrim oder so, das nehme ich immer ganz gerne als Vergleich her. Es ist einfach, man fängt mit einer Quest an und 6 Stunden später ist man mit dieser einen Quest kein Stück weiter, aber hat 400 andere Sachen gemacht. Aber mei, so ist es halt. Das ist der Fluch und gleichzeitig der Segen. Ah, okay. E3, okay. Aha. Ah. Da sind die Rohre wohl ein wenig undicht. Das beruhigt mich jetzt nicht unbedingt. So, hier kamen wir ja vorhin runter. Ohrringe, ja toll, jetzt habe ich Ohrringe gefunden. So, wir bewegen uns jetzt erstmal Richtung Questmarker. Mal wieder Richtung Quest. Moment. Aha. Noch ein kleiner Raum irgendwo. Oh. Light Machine Gun, ja. Oh, eine Schlüsselkarte haben wir gefunden. Da kann man sich ja Türen mit aufmachen. Das ist schön, das gefällt mir. Hacking Skill too low. Optional, Chester's Passcode. Habe ich Chester's Passcode? Nein. Hacking Skill von 60, okay. Danke für nix. Light Machine Gun. Habe ich doch jetzt 2 von eigentlich, ne? Okay, 100. Ja, ich brauche keine 2. Eigentlich. Würde mich immer in den Arsch beißen, weil ich wahrscheinlich dann unterschiedliche Arten von Melee Weapon Skill, aber nur 3 Armor. Nee, niemals. Weil ich wahrscheinlich dann mehrere verschiedene Schadensarten bräuchte oder brauchen könnte. Ne, da war ich vorhin schon unterwegs. Moment. Ich muss also zurechtfinden hier. Da komme ich Treppe hoch. Ja, soweit so gut. Und dann hier Richtung Marker. Wir waren doch vorhin schon ganz in der... Ja, hier. Okay, das ist mal richtig. Once we do this, there's no going back. Hey, Mister. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Yes. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Ich möchte sie auch gar nicht bestrafen. Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. Yeah, but you're not. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. Wo er an sich nicht Unrecht hat. I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Ja, wenn ich den Strom abdrehe, dann ist es ja so oder so kacke. Egal, ich bleib dabei. Ich drehe dem Dorf den Strom ab. Ja, genau. Fed the hungry, tended the sick, gave a home to those that had none. Genau das. Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Ja, aber andersrum will ich es auch nicht. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I just...
I felt like I had to say something. Oh, ist das gemein. Also Nummer 2 wäre fies. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Plant Status. 22% Efficiency. Structural Damage Detected. Ja, das haben wir auch festgestellt. Redirect Power. So. Safety Failures Detected. High Likelihood. Ja, Continue. So, erste Entscheidung. Erste große Entscheidung in dem Spiel. Ja, mal gucken, was so draus wird. Irreversible, please select the destination, Botanical Laboratory, weil mir Mr. Reed aus dem Dorf, also aus Edgewater, ziemlich auf den Sack ging und ich eigentlich besser fände, wenn die ganze Community einfach nach außen wandert. Ja, was soll es bekommen? So. Jetzt würde uns zwar die eine Hälfte hassen, aber das ist mir relativ wurscht. Für irgendwas muss man sich immer entscheiden. Das war ja von Anfang an abzusehen. Oh, was haben wir denn hier noch? Use Terminal, was gibt's denn hier? Access File. Memory Purge, 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 okay, nichts mehr drin. Purge Incomplete, okay. Mehr Stuff, immer, immer mehr Stuff. Okay, noch habe ich ein bisschen Platz im Inventar. Okay, da kann man raus. Will ich aber noch nicht. Weil ich bilde mir ein, im ganzen unübersichtlichen Haufen gab es noch irgendwo was, wo wir noch nicht drin waren. Ah, da ist Jeremy unterwegs, der mich gerade ein bisschen erschreckt hat. Der Bösewicht. Da geht's nach unten. Hier war doch irgendwie vorher noch einer unterwegs im Reaktorraum drüben. Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Falsches Ende. Weiß nicht, eine Minimap wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja genau, da unten ist doch irgendeiner. Schauen wir mal, ob wir mit dem reden können. Oder ob der einfach nur vor sich hin jammert. And yes, I am real. Shut up, whoever Higgins is. Nee, da komme ich nicht runter, oder? Nee. Aber hier komme ich runter. You're not real. Yes, I am. Stop pretending I'm not. Wie real ich bin. No, 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 just leave me alone. Oh. So, auf jeden Fall Zeug. Mehr Zeug. You're not real. Hey, dude. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. How about no? You can talk? The Phantom's never talked before. Tada. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experienced brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Cool, ein Junkie. Chester D. Higgins. Maybe? The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Yeah. Die Konversationsoption. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. Mhm. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Ingenieur sozusagen. So. I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals.
If they wise up to our plans, they will come for us. Oh ja. With prodding irons. Na ja, natürlich. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Das haben sie doch eigentlich eh schon gemacht. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. Ah. You need a passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Funny thing. I was working on a logic module just before the mayhem started. Security chief found me and confiscated the logic module. The tail. So, so. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Nicht genau das, was ich wissen wollte. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Braised. Boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Awesome. Wir haben einen Halbgeisteskranken gefunden. Verzeihung, ihm ist wahrscheinlich einfach nur. Ihm geht's wahrscheinlich einfach nicht so besonders gut. Naja, dann lass man mal alleine mit sich selbst. Habe ich jetzt hier nicht. Genau, so. Jetzt kann ich ja hier eigentlich. Kann hier auch wechseln. Sieht man hier den Questmarker irgendwo? Ja, man sieht den Questmarker irgendwo. Das ist sehr schön. Gut, dann einfach wieder erstmal ab nach oben. Erstmal wieder ab nach oben. Ich meine, wir waren ja vorhin schon mal am richtigen Terminal. Ah, okay. Mit dem einen Code kriegen wir das Ding hier auf. Und finden eine Schaufel. Cool. Da haben wir ein Logikmodul, das uns, was auch immer uns das bringt. Ah, okay. Return to Ludwig. Alles klar. Können wir noch was machen, wenn wir gerade hier sind? Zoe's Home for Clues? Nee, das haben wir auch fast fertig. Retrieve the Journal? Nee, die anderen sind fertig. Ich habe doch noch irgendwo einen Terminal gefunden, wo ich seinen Code gebraucht hätte. Die werden mir natürlich wieder nicht angezeigt. Naja, macht nichts. Kann er später immer nochmal wiederkommen. Oh ne, Moment, er hat doch gesagt. Er hat doch gesagt, dass man da an irgendeinem Terminal. Verzeihung, ich muss nochmal rein. Dass man an irgendeinem Terminal das Verhalten von den Robotern anpassen kann oder ändern kann. Ja, lesen kann, ist klar im Vorteil. Oder wer zuhören kann in dem Fall. Konnte ich nicht hier? Nee. Das bringt erstmal nichts. Terminal, Terminal, Terminal. Das war der fürs Kraftwerk. Ja, das war der fürs Kraftwerk. Da sind wir fertig. Wie gut, dass das hier alles so übersichtlich ist. Da auch nicht.
Jeremy wieder unterwegs? Mechanicide protocols currently active. Please do not interrupt. Muss doch irgendwo. Ja, klar. Okay, macht nichts. Ah, der hier vielleicht? Nein. Ach, das war der fürs... für den Dampf. Da komme ich nicht rein, oder war ich doch auf der anderen Seite schon drin, oder nicht? Ja, da war ich schon drin. War das dann... war das dann nicht hier? Moment. Ich bilde mir ein. Mal da hier mal Stuff reparieren. Was will ich mit einer Schaufel? Ich brauche keine Schaufel. Aber der Impact Hammer ist ganz nice, aber zwei brauche ich auch nicht. War die Tür nicht vorhin offen? Na egal. Er hat doch gesagt, es war irgendwo ein Terminal in der Nähe. Das wäre irgendwo ein Terminal in der Nähe gewesen. Kam ich da jetzt her? Ja, da kam ich her. Ja, gerade ein bisschen verplant, Entschuldigung. Gibt's hier noch irgendwelche Seitenräume? Ne, das ist nur die Leiter. Wäre halt toll, wenn man sich irgendwo einen Marker auf die Karte setzen könnte. Oh, was bist du denn? Ach, du bist eine Vending Machine. Ja, uninteressant. Ja, macht nichts. Ne, dann gehen wir jetzt erstmal hier. Ah, okay. Ich kann von hier aus nicht fast traveln. Okay. Sprich, aus Gebäuden raus, wahrscheinlich wie in Fallout und Skyrim, geht's nicht. Okay, dann harsch mal erstmal wieder raus. Kann man nachher nochmal wieder, wenn ich mich dran erinnere. Oder wenn ich im Stream vielleicht nachher nochmal durchgucke und dann rausfinde, wo der Terminal war, an den ich gedacht habe. Vielleicht irre ich mich ja auch, kann ja auch passieren. Vorne kriecht irgendwas durch die Gegend. Ich will jetzt wissen, was das ist, auch wenn es vielleicht wehtut. So aus wie ein riesiger Egel. Ich weiß gar nicht, dass man angreifen kann. Vielleicht war es einfach nur Tierdeko, Fauna und so. Oh! Wir haben uns Freunde gemacht. Mal wieder. Genau. Kill, 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 not. Ist auch da zusammengeschmolzen? Na egal. So, wo geht's denn hier hin? Aha. Aha. Tretminen überall. Überall. Und
ein Safe. Da muss jetzt irgendwas Tolles drin sein, bin ich der Meinung. Journal. Und noch eine Shock Cannon. Ah, wieder für eine Quest. Okay, cool. Vollkommen zufällig dran vorbeigelaufen, aber ich sag nicht nein. Da sieht man es mal wieder. Neugier zahlt sich aus. Zumindest manchmal. Schuss, das ist ja schon ziemlich geil eigentlich. Oh. Hallo? Also die Effekte sind echt ganz nice. Oh, gibt's da oben noch was? Oh, einen großen. Okay. Okay, also blocken kann er auch. Buja! Ich kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal so von denen auf die Nase gekriegt haben. Das ist... Ja, das finde ich gerade schön. Das finde ich doch okay. Überall liegen die Leichen rum. Natürlich. Ich weiß nicht, wenn sie nicht so scheiße wäre, wäre es eigentlich fast idyllisch. So, gucken wir erstmal, nicht, dass ich die Skillpunkte wieder vergesse. Was habe ich gemeint? Wollte ich hochpushen? Science. Ja, Science. Mindestens auf 20. Dann kann man Waffen verbessern. Finde ich gut. Gefällt mir. Engineering ist auch nicht verkehrt. Oh, jetzt kann ich unterwegs meine Sachen reparieren. Das hat sich ja sowieso schon gelohnt. Coole Sache. Apply, yes. Perks, was haben wir denn noch über? Das hatte ich mir überlegt. Mehr Time Dilation, was eigentlich immer ganz gut ist. Vendor Prices, nee. Ammo Stock, nee. Base Armor Rating, auch eine Idee. Ansonsten, oh, 15% Companion Crit Chance. Das ist die Frage, sind es dann 15% mehr vom Basiswert oder sind es 15% Punkte mehr? Sprich, wenn sie jetzt 10% haben, sind es danach 15%, sind es danach 11,5? Oder sind es danach 25? Das ist halt immer die Frage. Ist es additiv oder multiplikativ? Ich hoffe additiv, ich fürchte wie immer letzteres. Time Dilation Maximum. Ja. Finde ich gut, gefällt mir. Wie schaut's denn bei ihr aus? Ach, weiß man noch nicht. Vom Level ab. Wann steigt sie ja nicht im Level auf? Kann man das irgendwo sehen? Nee, kann man nicht. Okay, cool. So, jetzt gucken wir mal. 25, 14. Muss ich mal schauen, ob ich irgendwo eine Workbench finde und dann gucken, ob es jetzt unterwegs reparieren teurer ist oder genauso teuer. Ah, weißt du was, da drüben waren wir schon überall. Springen wir auf hier rüber, sparen wir uns den Weg. Titus Androidicus. Sehr schön. Sehr schön. So, gehen wir mal aus dem Weg kurz. Repair all equipped. Was war's? 25, 14. Ah, okay, dann ist es hier immer noch günstiger. Sprich, es lohnt sich also zurückzugehen. So, Mr. Müller. Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. Bang up, work soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes.
I would reward you with the gratitude of the Resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And a little something to remember me by. Ich weiß nicht, ob ich mich an ihn erinnern möchte. Shockstick und 500 Credits. Oh, hallo. Schick. Schickes Zeug. Schickes Zeug. Stumbleton, Shockstick. Ja, das ist eigentlich dasselbe, nur besser. Cool. Gefällt mir doch. So, dann berichten wir mal von unserem von unserer tollen Idee, dem Dorf den Strom abzudrehen. Ich bin mir sicher, dass das allen gefällt.